Die Schuldenbremse hat eben bei uns wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb so gut funktioniert, weil ihr das Volk mit seiner massiven Zustimmung Autorität verliehen hatte. Aber das ist nun mittlerweile etwas verklungen und man hat den Eindruck, die alten Geister beginnen sich wieder ob unserer komfortablen Situation langsam zu regen. Es ist also nicht so, wie zunächst anklang in Deutschland, dass die Schuldenbremse die Zukunftsbremse ist, die Wachstumsbremse, sondern steigende Schulden sind eine Wachstumsbremse. Es gibt einen klaren Zusammenhang.